Laudetur Jesus Christus. Heute hören wir die ersten Kapitel aus dem Buch Wahrer Gehorsam in der Kirche, ein Leitfaden in schwerer Zeit von Dr. Peter Kwasniewski, erhältlich im San Padre Pio Shop. Die Einleitung. Ein Freund erzählte mir einmal die Geschichte, wie er als Doktorand an der Harvard Divinity School für die Fakultät trat, um sein Thema für seine Doktorarbeit vorzustellen. Der Gehorsam Jesu im Johannesevangelium. Es war einen Moment lang still und dann sagte einer der Professoren, ein bekannter, liberaler Theologe, »Das Thema ist inakzeptabel. Gehorsam ist die Wurzel allen Übels.« Dieser Professor war ein Deutscher, der die Schrecken des Nationalsozialismus miterlebt hatte, als Millionen von Bürgern die Stimme ihres Gewissens zum Schweigen brachten und einen wahnsinnigen Diktator in eine schreckliche Katastrophe folgten. Im Namen des Gehorsams gegenüber Führer, Volk und Vaterland. Aus diesem Grund war die Haltung des Professors nachvollziehbar. Die gleiche Haltung ist heute in der katholischen Kirche nachvollziehbar, wenn die Aufdeckung der Korruption von Prälaten auf allen Ebenen in Verbindung mit einem bestimmten Muster von Machtmissbrauch die Gläubigen dazu veranlasst, nicht nur die Finanzierung, sondern auch die moralische Zusammenarbeit und intellektuelle Zustimmung zu verweigern. Denen gehorchen, du machst doch Witze, könnte zu einem gern genutzten Kommentar werden. So hat Gehorsam häufig einen schlechten Ruf, weil Autorität missbraucht und Vertrauen ausgenutzt und enttäuscht wird. Im politischen Bereich ist Autorität nur allzu oft nicht auf das Gemeinwohl des Volkes, sondern auf das private Wohl der Politiker oder bestimmter Interessengruppen ausgerichtet. Ein Phänomen, das in der Politik Überhand genommen hat. Ähnlich verhält es sich mit der Art und Weise, wie manche Prälaten, religiöse Oberhäupter, aber auch Ehemänner und Väter mehr zu ihrem eigenen Wohlbefinden, ihrer eigenen Bequemlichkeit gehandelt haben, als zum wahren Wohl derer, für die sie verantwortlich sind. Der Aufstieg des Liberalismus, einschließlich des Feminismus, ist zumindest teilweise eine Reaktion auf reale Missstände. So wie auch der Protestantismus, der Großvater des modernen Liberalismus, seinen Protest gegen die spätmittelalterliche Christenheit, mit deren Erschrecken der moralischen Laxheit und ihren religiösen Missbräuchen rechtfertigte. Wenn man all dies mit dem Faschismus und dem Kommunismus des 20. Jahrhunderts in einen Zusammenhang bringt, dann muss uns die Verallgemeinerung des Professors nicht unbedingt überraschen. Denn blinder Gehorsam gegenüber denjenigen, die Macht über die Seelen beanspruchen, kann etwas ganz Entsetzliches und Schreckliches sein. Gehorsam als eine höchst von Christus vorgelebte Tugend. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Die Aussage, Gehorsam ist die Wurzel allen Übels, ist Ausdruck der Grundhaltung der Moderne. Die sogenannte Aufklärung entstand aus dem Wunsch, frei von Autoritäten zu sein, selbst zu denken und von niemandem abhängig, kurz gesagt, Gott der eigenen Welt zu sein. Immanuel Kant sagt dazu in seinem Aufsatz, was ist Aufklärung, dass der Mensch nur dann frei sein kann, wenn er von allem frei ist und es wagt, selbst für sich selbst zu denken. Solange er von anderen abhängig ist, bleibe er ein Knecht. Solche Gedanken, meine Lieben, entspringen demselben zerstörerischen Wahn, den der gefallene Mensch seit dem verhängnisvollen Ungehorsams Adams und Evas immer gehegt hat. Auch wenn sich Kants Position in das elegante Gewand von der Königsberger Erklärung kleidet, unterscheidet sie sich in keiner Weise von derjenigen der Schlange im Garten Eden. Die Wahrheit ist eine ganz andere. Wie der heilige Thomas von Aquin in seinem wunderbaren Werk über die Vollkommenheit des geistlichen Lebens sagt, ist der Gehorsam die angemessene Antwort des Geschöpfes, das von Natur aus und aus Gnade ein Diener ist. Es ist der Weg desjenigen, der weiß, dass er von anderen abhängig ist, wenn er ein Ziel erreichen möchte, der den Vorrang seines Schöpfers und Herrn versteht und auf die von der göttlichen Vorsehung festgelegte Ordnung vertraut. Indem der Mensch Gott und seinen Stellvertretern auf Erden demütig gehorcht, hebt er die Illusion der Autonomie auf und tritt in die Freiheit der Kinder Gottes ein, die sich von seinem Geist der Liebe leiten lassen und nicht von ihren eigenen Begierden, die so leicht fehlgeleitet werden können. In der Tat, sagt Thomas,
dass der Mensch sich nicht durch den Verzicht auf äußere Güter, nicht einmal durch den Verzicht auf familiäre Bindungen und die Ehe, sondern nur durch den Verzicht auf seinen eigenen Willen vollständig aufopfert. Das Vorbild für diesen befreienden Gehorsam ist unser Herr selbst, von dem der heilige Paulus sagt im ersten Brief Philipper: Denn so sollt ihr gesinnt sein, wie auch Christus Jesus gesinnt war, welcher, da er in Gottes Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte, indem er Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich geworden und im Äußeren als ein Mensch erfunden ward. Er erniedrigte sich selbst, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Darum hat ihn auch Gott hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge aller Wesen im Himmel, auf Erden und unter der Erde, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr zum Preise Gottes des Vaters ist. Meine Lieben, kurzer Einschubkommentar dazu: Jesus Christus hat sich ganz dem Willen Gottes unterworfen. Wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, Vater, dein Wille geschehe. Dies ist unsere Grundhaltung. Und dies bedeutet nicht, dass wir unser Knie beugen vor den falschen Autoritäten und falschen Machthabern. Wir beugen unser Knie vor dem dreifaltigen Gott. Und wir dürfen nur dann gehorchen, wenn die Autorität dem Willen Gottes entspricht. Jesus, als er vor Herodes war, hat nicht klein beigegeben oder vor den Pharisäern, sondern als sie ihn gefragt haben: Bist du der Sohn Gottes? Hat er gesagt: Ihr sagt es. Bist du der König der Juden? Du sagst es. Er hat das bestätigt, was er ist. Und so müssen auch wir das bestätigen und das bekennen vor der Welt und vor den Mächtigen, was wir sind. Wahre Christin und Jünger Christi, wir leben nicht mehr aus uns selbst heraus, sondern ganz aus der Gnade, die Jesus Christus für uns am Kreuz erworben hat. Es ist sein Geist, der in uns lebt. Nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns. Dies ist unser Zeugnis vor dieser frevelhaften Welt. So hören wir weiter. Erstaunlicherweise hat sich der Sohn Gottes, der dem Vater und dem Heiligen Geist, in deren einen göttlichen Natur gleichgestellt ist, dennoch den Demütigungen unseres gefallenen menschlichen Zustands unterworfen, als er seine Herrlichkeit verbarg, um die Gestalt und die Rolle eines Knechtes anzunehmen und aus Gehorsam die erniedrigendste Folter und den Tod auf sich zu nehmen, um uns von unseren Sünden und von den Strafen, die unsere Sünden verdienen, zu erlösen. Und er ließ zu, dass all dies durch die Hand der religiösen und politischen Autoritäten seiner Zeit geschah. Auf diese Weise hat Christus unsere Pflicht zur Unterordnung und zur Unterwerfung unter diejenigen, die von Gott über uns gestellt sind, auf sich genommen und vergöttlicht. Und dafür wurde er hoch erhoben. Unser Herr Jesus Christus stellt uns den Königsweg des Gehorsams vor, der auch von den großen Heiligen immer wieder beschritten wurde, vom heiligen Paulus in seinen zahlreichen Briefen, vom heiligen Benedikt in seiner heiligen Regel, von den Wüstenvätern und den Kirchenvätern, von Thomas von Kempten in der Nachfolge Christi, von den Karmelitinnen und Karmeliten wie der heiligen Teresa von Jesus und dem heiligen Johannes von Kreuz. Und die Liste ließe sich fortsetzen. Wir müssen jedoch vorsichtig sein, wie wir die Lehre dieser Meister in der heutigen Zeit interpretieren und anwenden. Die geistlichen Ratschläge einiger Heiliger in der Vergangenheit, die oft darauf hinauslaufen, dass man sich ohne Murren allem unterwirft, was der Vorgesetzte tut und befiehlt, beruhten auf Annahmen, die diese Heiligen als selbstverständlich voraussetzen konnten: einer allgemeinen Zustimmung zur katholischen Lehre, dem Respekt vor der kirchlichen Tradition, Verehrung für die überlieferte Liturgie, Akzeptanz der Rolle der schönen Künste und so weiter.
Heute kann man sich glücklich schätzen, wenn man einen elementaren Glauben an den Erlöser Jesus Christus annehmen darf. Der historische Kontext, in dem wir versuchen, die Tugend des Gehorsams zu verstehen und zu leben, darf nicht außer Acht gelassen werden. Wir sollten nicht Ratschläge von vor 3 oder 4 oder 15 Jahrhunderten, die sich typischerweise an geweihte Ordensleute, die im Zustand des gelobten Gehorsams richten, auf uns selbst anwenden, als wären sie eine Schablone oder eine Aufstechform und wie ein unbeschriebenes Blatt Papier oder ein Stück Teig. Wenn zum Beispiel der Vorgesetzte ein Modernist ist, dann muss man prüfen, welche Anweisungen nicht von seinem Modernismus beeinträchtigt oder abgeleitet sind und welche sehr wohl. Wer einem Vorgesetzten, der als liberal, fortschrittlich oder modernistisch bekannt ist, blinden Gehorsam leistet, sündigt ipso facto gegen den Glauben, gegen die Wahrheit und gegen die Nächstenliebe, die Gott vor allem und über alles liebt. Es stimmt, dass man ein selbst erlittenes Unrecht als einen Akt erlösenden Leidens akzeptieren kann. Aber man darf nicht zusehen, wie anderen Unrecht angetan wird und es geschehen lassen, wenn es in der eigenen Macht stünde, es zu verhindern oder irgendwie einzugreifen. Und vor allem dürfen wir nicht zulassen, dass unser Herr unangemessen oder verächtlich behandelt wird. Denken wir an die vielen Misshandlungen des Allerheiligsten Sakraments in so vielen Kirchen und Liturgien. Wenn die Rechte Gottes auf dem Spiel stehen, darf man das Böse nicht aufopfern und sich abwenden, geschweige denn es gutheißen oder gar praktizieren. Darüber hinaus bietet uns die traditionelle liturgischen Riten des Ostens und des Westens ein vollkommenes Modell und eine Schule des Gehorsams, weil sie eine vollständige Ordnung des Gottesdienstes bis hin zu jedem einzelnen Gebet, Gesang und jeder Zeremonie vorgeben und von den Zelebranten und Messdienern verlangen, sich dieser Ordnung zu unterwerfen, sie so anzulegen, wie sie ihre Gewänder anlegen und ihr so vollständig zu gehorchen, dass ihre Individualität verschwindet und der Primat Christi, des ewigen Hohenpriesters, in den Vordergrund tritt. Der Herr benutzt seine geweihten Amtsträger als seine lebendigen, vernunftbegabten Instrumente, so wie ein Komponist und ein Dirigent die Musiker eines Orchesters einsetzt, um die Schönheit einer vorher festgeschriebenen Partitur zur Geltung zu bringen. Die traditionelle Liturgie veranschaulicht die Tugend des Gehorsams, indem sie den Priester den strengen und umfassenden Rubriken gehorchen lässt, die ihm keine Wahlmöglichkeiten, keinen Raum für spontane Improvisationen, keinen unbegrenzten Bewegungsspielraum lassen. Er erniedrigt sich, nimmt das Kreuz auf sich und folgt Christus nach Golgotha.